Hallihallo Leute, weiter geht's mit Let's Play Advance Wars mit dem Zug von Max. Und dem Gast von? Dem Gast von Max? Nein, ich wollte eigentlich, dass du jetzt das im Antrag sagst, dann hätte ich gesagt, hahaha, ich bin. Moment, der, was? Der das Let's Play führt. Naja, ach, okay, spiel weiter. Ich habe keine Ahnung, was du gerade damit meintest, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber ich glaube, ich will es auch gar nicht wissen. Schick das den einzelnen Kampfpanzer ausdrum. So, bis dahin und nicht weiter. Den einzelnen Kampfpanzer? Ja, Kampfheli. Du müsstest eigentlich nach und nach Kampfheli spawnen und die oben links in die Ecke positionieren. Gucken, was er macht. Hahaha. Wobei, wenn ich sie dort platziere, würde wahrscheinlich irgendwann ein Jäger anfangen zu bauen. Er wirft da sein gutes Geld für Jäger raus und du kannst ihn einfach mit Panzern überrollen. Weißt du, mir ist du nicht bauen kannst, weil du dein Geld Kampfredis rausgeschmissen hast. Weißt du was, hier. Ich weiß, dass das dumm ist, aber weg damit. Wer nicht gewinnt, der nicht wagt oder sowas in der Art. Zu dumm, er hat doch nichts groß in der Reichweite, was dir schaden kann. Oh. Ne? Ja, es war dumm. Naja, was heißt dumm? Es war nötig. Ich hab mit Tammy halt nichts in der Nähe. Da machen wir mal Zugblockade einfach, wenn wir nur noch die beiden haben. Aber die Idee mit den Kahelis ist gar nicht so schlecht. Also ich fand sie ziemlich blöd. Naja, sie dort zu platzieren, ja, aber ich komme mit den Kahelis schneller durch als mit Bodentruppen und Max hat eine relativ starke physischer Angriff, sage ich jetzt mal so, also ein Direktangriff. Das heißt, ich kann seine Kampfpanzer dadurch erstmal ein bisschen. Und er kann meine nicht mit Bombern angreifen, das ist auch ziemlich nützlich. Von denen er nur einen hat, und den ganzen Missilwerfern, von denen er wie viel hat? Ja, wenn ich mich gut annähere, kann ich die Missilwerfer. Guck mal hier. Ich könnte jetzt rein theoretisch, ne? Den Missilwerfer angreifen, dann vom zweiten und vom Raketenwerfer getroffen werden. Vom was? Vom zweiten? Direkt. Oh, ja, stimmt. Merkst du was? Da wäre der nächste, der mich treffen könnte. und ich könnte die Helis mit den Helis zerstören. Das könntest du doch gleich mal machen mit Tammy. So, erstmal zerstören wir den. Aber sein Jäger. Meinst du nicht, der Vierer hätte eventuell gereicht? Ich konnte mit dem hier nichts anderes angreifen, weißt du? Du hättest aber was. Ach nee, das ist und dann versuche ich lieber das da. Es hat nicht gereicht. Irgendwie macht mein. Moment, ich muss glaube ich das Handy weiter wegschmeißen. Weil das Handy macht irgendwas. Ich war's nicht, bin ich dran schuld. Nee, meine Boxen haben heute irgendwie scheinen aufs Handy anzuspringen. Ich weiß nicht warum, machen sie sonst nie. Mein Handy liegt irgendwo gerade. Keine Ahnung. Die springen nicht auf das Handy an, vielleicht springen sie auch aufs Tablet an. Ich werde mal 4G ausschalten. Also ich höre nichts. Nee, das ist ja. Ist wahrscheinlich gar nicht so schlimm, sondern es verwirrt mich nur oder so. Oh, da steht die ganze Zeit noch ein. Ist das jetzt ein kühner Angriff oder eine Selbstopferungstat? Da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall werden wir auch hier mal ganz kurz eine. Warte mal, wie weit? Der kommt nicht rein. Ja, ich überlege nur gerade, ob das wirklich. Nee, ich baue nur eine Flak. Du könntest noch ein paar Raketenwerfer bauen, wenn du gerade mal das Geld hast. Ja, die kriege ich aber nicht sicher hier ran, weißt du? Das ist das Problem. Es lohnt sich erst, wenn du die Brücken eingenommen hast und die Gebäude dir gehören. Ja, wenn die Gebäude hier mir gehören, dann würde es sich lohnen. Beziehungsweise, wenn ich die sogar schon hätte, dann weiß ich auch, dass sich das Level langsam dem Ende entgegenneigen würde. Schade. Da würde ich gerne hin. Aber ich nimm kann doch. Nimm doch einen einfach. Ja, werde ich. Ich kann sowieso nicht viel angreifen, weil ich keine Munition mehr habe. Das ist das Schöne an Tammy. Ich habe nur noch 7 und nehme 10 ein. Jo. Tammy ist mir, obwohl sie eigentlich nur in Fußtruppen gut ist, gerade die nützlichste. Ich nehme Tammy auch mit diesem Pulsstift von den beiden hier.
Also, ich spiele Terry lieber. Irgendwie. Echt? Ja. Nein, gar nicht. Ich sag nicht, dass sie besser ist, aber ich spiele sie irgendwie lieber. Wie gesagt, also meine beiden Favoriten sind eigentlich Kit einmal, natürlich. Und dann hier der Onkel, der Alte aus, aus Yellow Comet. Den es hier im ersten Teil irgendwie noch nicht gibt. Mit dem Fallschirm auf dem Bauch. Genau. Ich weiß aber gar nicht, weißt du zufällig, wer der dritte in Green Earth ist? Drake, Eagle und? Keine Ahnung, ich könnte gleich nicht nachschauen. Ich könnte die, wie gesagt, ich weiß nämlich, ich weiß die aus, Blue Moon ist Colin, der andere. Mhm. Aus Yellow Comet ist halt der Opa, dessen Namen ich nie weiß. Aber ansonsten. Okay, das war nicht dumm gestellt. Kann man nichts sagen. Achso, ich bin ja gar nicht Max dran. Ich kann mir nicht aussuchen, mit wem ich angreife. So. Stirb erstmal Bomber. Wenn ich den Bomber jetzt nicht runterhole, ist das verdammt gut sogar. Weil den wird er dann zurückholen und dann wird er keinen neuen bauen, sondern den erstmal reparieren lassen. Er hat Jäger gebaut. Natürlich hat er Jäger gebaut. Was sollte er auch sonst tun? Ich überlege gerade. Ich habe ja mit Tammy hier genug Kräfte. Das heißt. Oder aber. Wie weit kommt denn der eigentlich? Der kommt nicht daran. Okay. Doch, ich greife erstmal den da an. Drrrr. So. Ja, sehr schön. Langsam wird's. Wahrscheinlich liegt es daran, dass du dabei bist. Ja, natürlich. Guckst du gerade die Post nach oder was? Nein. Nein? Nein. Warum nicht? Ich konzentriere mich voll aufs Spiel. Okay, und wie heißen die Kurs? Dass du den Misselwerfer in die Mangel nimmst. Ja, das ist ja nicht schwer, mit einem zweiten Monitor das alles im Auge zu behalten. Ich bin halt voll konzentriert gerade. Und wie heißen die Kurs nun? Weiß ich nicht, ich hab nicht nachgeschaut. Warum nicht? Weil Ausreden Advance, hier. Advance Wars 1 gibt's bei Green Earth nur die beiden. Ja, natürlich, das habe ich ja. Das weiß ich doch. Dass sie erst in Green Earth 2 kommen, ja. Ja, wer kennt das Spiel nicht? Green Earth 2. Moor Flakpanzer, Moor Jagdpanzer. Übrigens, ich glaube, der heißt Sensei, dein. Ja, das ist richtig. Dein Fliegertyp. Sensei, ja. Sensei ist richtig. Genau. Ich habe hier nur die englischen Namen. Vielleicht sagt ihr ja was. Edda, Colin, Drake, Eagle, Grit? Grit sagt mir gar nichts. Der nennt in sein Kind Rasta. Mit T hinten. Achso. Wer nennt sein Kind Rasta mit T? Hachi, Hawk, Jess, Kanbei, Lash, Nell, Olaf, Sensei, Sonja und Sturm. Such mal die deutschen Namen raus. Gib einfach ein Green Earth. Oder Kommandant Green Earth. Ja, was denkst du, was ich eingegeben habe? Weiß ich nicht. Es gibt kein. Gibt's nicht auf Deutsch. Klar, spieletipps.de oder so. Musst du was haben hier. Kann man wohl nicht angeben. Ja, Mann. Ah, hier. Eagle, Drake, Jess und Javier. Jess. Genau, Jess. Jess habe ich gesucht. Was macht Jess nochmal? Was kann er, SC? SC, ja. SC ist richtig. Fahrzeug 110% Boost. Ah, Fahrzeug, okay. Stimmt! Overload oder so. Ja,
Nee, Turbo Charge, Schnellladung. Oder genau, so. Turboladung. Turbolader, ja. Irgendwie so. Ich habe was in Erinnerung, ja. Ja. Das Äquivalent eigentlich in Green Earth, was du noch brauchtest. Du hast Schiffe, du hast Flieger, also brauchst du noch Panzer. Richtig. Und eigentlich noch Infanterie, aber Infanterie ist langweilig. Ja, außerdem hast du ja Panzer mit 3 A's. Langweilig. Bitte. Kann ich den damit wegfetzen? Nein, leider nicht. Schade eigentlich. Aber du kannst ihm ordentlich Schaden zufügen und dann mit dem Panzer wegfetzen. Ja, ich hätte aber gerne den Panzer gehabt, um da durchzufetzen, weißt du? Aber hat nicht sollen sein. Ich find's immer lustig, dass das Sturm traurig gucken kann, wenn er verliert. Ja. Etwas komisch ist das Tatsache. Na, wie weit komme ich mit dem? Bis dahin. Na, da mir der Vierer nicht viel bringt, einen, es gibt Geld. Hey, du hast mit Tammy am meisten Geld, glaube ich, oder? Ja, das kann sein. Ja, ich glaube, das macht Sinn. Das Schöne ist ja, jetzt gerade hat er nicht mehr so viele Panzer, weil er hier oben zum Beispiel in den Jäger investiert und so. Und die da oben lässt er sowieso erstmal stehen, wenn ich nicht mit dem Flug komme. Ja, jetzt habe ich nochmal eine relative gute Chance erstmal bekommen. Ich werde trotzdem erstmal die Taktik weiterverfolgen, allerdings hier nochmal einen Jagdpanzer bauen. Und da ich hier noch nicht genug Geld habe, egal. Ne, habe ich noch was? Ne, okay. Sturm, du darfst. Stürmchen. Das habe ich fast vergessen. Und auch deine Infanterie. Das ist der beste Fall. Nicht ganz auf die Infanterie, aber hat ordentlich Schaden gemacht. Jetzt hast du wieder ein paar Runden Zeit. Mich wieder aufzubauen, ja. Naja, ich habe natürlich jetzt auch relativ viel angegriffen und relativ viel von ihm vernichtet, ne? Kann man sich ja nicht beschweren. Und er baut er viel nach eigentlich? So. Naja, je nachdem wie viel Geld er übrig hat. Solange er Sachen in Reparatur hat, was immer sehr nützlich ist für mich, er kann er nicht so viel nachbauen. Deswegen lasse ich jetzt zum Beispiel seinen Bomber auch am Leben. Den soll er zurückschicken und reparieren, weil dann baut er keinen neuen Bomber. Und ich habe ein paar Runden Ruhe. Sein Jäger wird mir etwas nervig werden. Aber ansonsten... Aber seine Fähigkeit ist halt schon echt über. Und wenn man ihn später... Im zweiten Teil kann man ihn ja dann auch spielen. Kann man ihn ja freischalten. Und er braucht zwar ziemlich lange, gerade für die Spezialgabe, aber das ist halt... Vielleicht kommt sie hier auch nur so kurz vor, weil du zu dritt gegen ihn kämpfst. Nein, aber trotzdem, das ist... Ich weiß nicht. Den Gedanken hatte ich noch nicht. Nee. Ich finde, er macht zu viel Schaden. Das Schöne ist, ich habe mit Tammy jetzt schon wieder ein Gebäude mehr eingenommen. Das Problem ist, hier wird es jetzt nicht so viel mit dem einnehmen. Sag mal, bleibt ein anderes Thema. Hast du am Wochenende den ESC verfolgt? Nein. Song Contest? Ich war ja nicht da, aber... Das wäre das erste Mal in meinem Leben, dass ich den Eurovision Song Contest verfolgt hätte. An mir ist es total vorbeigegangen. Das passiert mir jedes Jahr. Das finde ich übrigens lustig, dass er da sein TTP stehen hat. Den lasse ich da jetzt auch. Und dann nimmst du sein Hauptgebäude ein. Schießt alles ab, besetzt alles und nimmst sein Hauptgebäude ein. Vielleicht. Mal schauen. Oh, au. Ich habe gerade die Ergebnisse geguckt. Ja, achso, dass Deutschland keinen Punkt bekommen hat, genauso wie Österreich, das weiß ich schon. Au, das tut ja weh. Ja, und ich glaube, Schweden hat gewonnen. Ja. So viel sei gesagt. Mehr weiß ich nicht. Weitere Informationen unter bzga.de oder sowas. Nein, unter eurovision.de.
Naja, fast dasselbe. Ich weiß irgendwie ja nicht, aber... Okay. Max könnte in den Ausrastmodus verfallen, bringt ihm aber nicht viel. Naja, er könnte den Boost von Sturm kontern. Aber wenn du angreifst, was nicht zurückangreifen kann? Ja, vor allen Dingen, ich hab nur zwei Einheiten, die jetzt wirklich wahrscheinlich angreifen können, weißt du? Mhm. Deswegen... Auch nur... Kannst du durch verbündete Einheiten durchlaufen? Ja, natürlich. Ah ja. Verbündete Einheiten würden mich doch durchlassen, wenn ich durch ihr Land marschieren will. Das klingt gut, oder? Ja, genauso wie du durch die ganzen Länder durchmarschiert bist und einfach dich alle angegriffen haben. Ja, ohne mich zu fragen, was ich überhaupt will, weißt du? Aber wir haben nur unsere Grenzen am Hindukusch verteidigt oder sowas in der Art. Logo. Und da fragt man sich dann, ist das da der Harz oder der Brocken, den wir da im Hindukusch verteidigen? Einnehmen. Was also einnehmen? Ich sehe gerade, du hast das eine Gebäude gekriegt. Das da habe ich bekommen, na klar, ja, mit schön. Tammy. Aber mit Tammy brauchst du das Geld eigentlich nicht. Ach doch, mit Tammy kann ich das Geld gerade sehr gut gebrauchen. Sie ist gerade meine beste Mitarbeiterin hier. Besetzen. Und einen. So, du kannst nicht viel machen. Eine hättest du nicht besiegen können, das ist schade. Aber du kannst den... Schade, der kann auch noch angreifen, das ist... doof. Der Raketenwerfer kommt noch nicht ran, ne? Ist dran. Der Raketenwerfer kommt da noch nicht ran, genau, das auch nicht. Guck mal, wie viel Schaden mache ich denn hier drüben? 38, 14. Ach, wir machen mal 38 Schaden. Wie viel kriegst du? 2. Geht auch. 20. Ja, kann man machen. Muss man jetzt aber nicht, ist richtig. Muss man aber nicht. Stellen wir dich mal dahin. Heli Power. Jagdpanzer Power. Was machen die da unten? TTP Power. Shibuya Power. Sching. Sching. Schön. So, wir jetzt gucken uns noch den Zug von Sturm an. Guckt jetzt an, 38.000, ja, der könnte zwei Kampfpanzer bauen. Da ging das nicht zu laut. Das baut er sich noch zwei Kampfpanzer. Und wenn er jetzt mit dem Jäger den Einser angreifen würde, wäre lustig, aber nein. Hat er einen Jäger? Er hat einen Jäger, ja. Warum hat er einen Jäger? Weil ich zu viele Helis baue. Okay, er greift mit dem Jäger einen Einser. Oh. Ich will nichts sagen, aber das tut eigentlich schon weh, was er da macht. Wieso? Also, er kommt ja nicht anders ran, oder? Da unten war ein voller Heli und Helis können Jäger nicht angreifen. Da. Ja, das bringt nicht viel, wenn ich auf dem Bildschirm zeige. Doch, ich hab's gesehen. Ah, das war jetzt wieder eine schlaue Aktion von mir. Genau wie das eine schlaue Aktion von ihm war, den Heli direkt neben die Flak zu stellen. Lost Endgame spielt The Jackbox Party Pack. Hab ich auch gerade gelesen und überlegt, ob ich es vorlese. Wo auch immer er mit seinem TTP dahin will. Was hat er oben gebaut? Er hat einen Bomber gebaut und einen Jäger? Ein Bomber und einen Kampfhelikopter. Und er hat noch einen Jäger gebaut. Und sein Dings ist wieder da. Er will dich nur am Vormarsch hindern. Oh, er ist tot. Das war so die schlauste Aktion, die in die Reichweite von zwei Flakgeschützen zu stellen. Also ich weiß nicht. Ich kann mit der anderen Flak wieder den Mittelwerfer angreifen. Genau, das ist mein Ziel. Ich möchte eigentlich den Bomber da nicht töten. Du kannst aber die Infanterie zum Beispiel töten. Das ist eine gute Idee. Stimmt. Ich wusste irgendwie... Zu irgendwas bist du noch gut. Wo wärst du jetzt hingefahren? Wärst du vorbeigefahren? Ich hätte ihn wahrscheinlich erstmal stehen lassen und nachher geguckt, was noch geht.
Frei nach dem Motto, was geht denn, Alter? Er hat einen vollen Kampfpanzer da. Ja. Das ist so cool. Ja, das hat er. Und einen Raketenwerfer, der näher kommt. Zu nah. Die Frage ist, was willst du gegen den Kampfpanzer tun? Da schicke ich den Heli. Erstmal. Deswegen hätte ich gerne jetzt den Heli und danach den Jagdpanzer, weißt du? Wenn der Jäger noch nicht wäre, könntest du direkt hinfliegen und angreifen. Wärst du immer noch außer Reichweite des der Missiles. Ja. Und dann kannst du die Missile nicht angreifen. Ich habe eine Idee, die nicht klappt, weil ich den schon gezogen habe. Schade. Ich hätte sonst hier den Heli hingezogen. Mhm. Und da die Flak. Aber er kann bis hier. Nee, kann er nicht. Nicht, wenn ich das da mache. Ha! Oder? Ja, machen wir so. So, in der nächsten Runde, in der nächsten Folge kaufen wir noch ein paar Goodies für Andy und dann sehen wir mal weiter. Ich würde sagen, bis dahin und tschüss. Ciao, ciao.